Hallo zusammen und willkommen zurück zu Cave Story. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen offscreen gespielt. Ich habe jetzt 20 Raketen, alle Waffen auf Maximum und ich habe hier nochmal die Tore geöffnet und gespeichert. Und wie man sieht, jetzt funktioniert das. Jetzt kann ich einfach durchlaufen. Außerdem habe ich die Kommentare gelesen. Vielen Dank auch an Zwergesel für den Hinweis mit darauf, dass der Gegner dann verwundbar ist, wenn man das blaue Innere quasi sieht. Und ich habe noch ein bisschen trainiert. Ich habe ihn einmal oder zweimal sogar besiegt. Ups. Ein bisschen rausgefunden, worauf es ankommt. Jetzt zum Beispiel ist er verwundbar. Das heißt, jetzt nehme ich den Raketenwerfer. Da kann ich ihm wunderbar Schaden machen. Jetzt ist er nicht mehr verwundbar. Das heißt, jetzt weiche ich aus. Bis er gleich wieder verwundbar ist. Die Rakete will ich. Allerdings komme ich da jetzt gerade nicht ran, weil die kleinen Viecher im okay. Kann ihm wohl nur direkt von vorne Schaden machen. So, jetzt sollte er gleich wieder. Ups. Genau, jetzt ist er wieder verwundbar. Jetzt nicht mehr. Aber die Raketen will ich. Alle und die Heilung. Sehr gut. Und dann die Erfahrung, damit mein Maschinengewehr auf Maximum bleibt. Jetzt muss ich hier oben rumfliegen und den Schüssen ausweichen. Ich kann nämlich durch den Wind, der da gerade nach links geweht hat, konnte ich gerade nicht nach rechts wieder. Jetzt die Raketen wieder. Und wenn die fertig sind, dann... Oh, ganz viele. Da sind ja ganz viele. Wenn die Raketen leer sind, könnte ich theoretisch auch mit dem Schwert ganz gut kämpfen. Da muss ich allerdings relativ nah dran. Das ist das Problem dabei. So, jetzt. Oh, dann habe ich ihn. Wunderbar. Die Übung hat sich ausgezahlt. Du hast ihn besiegt. Du bist die Hexe, die mich hier runtergeworfen hat. Aha. Aha. Den Kindern geht's besser gut, sonst... Ha, sei ruhig. Du bist keine Mutter. Weißt du überhaupt, was das hier ist? Was? Das, was ich hasse über Roboter. Das ist das Herz der Insel. Und wenn man es stoppt, dann hört die Insel auf zu schweben und fällt runter auf die Erde. Ist das das, was ich will, was wir wollen? Die Insel zerstören in einem Rausch von Ruhm. Ihr Narren. Hey, der Doktor. Was tut ihr hier? Bring den Kern sofort ins Labor. Ja, es ist noch Zeit, ihn zu retten. Okay, Curly, was tust du? Nein, 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 den da wollte ich. Curly, kann ich dich ansprechen? Nein. Moment, hier ertrinke ich doch. Ich will dich ertrinken. Nein, muss ich hier raus? Muss ich nach links? Muss ich nach links? Nein, was ist denn jetzt? Nein! Okay, ich bin nicht tot, immerhin. Okay, und jetzt? Ich kann atmen. Oh, cool, ich kann atmen. Curly? Curly? Kann ich dich mitnehmen? Nein, ich will dich retten. Ich hol dich zurück. Ich hol dich wieder. Keine Sorge, ich komm zurück und rette dich. Das heißt, ich habe jetzt ihre Blase. Nein! Ist jetzt tot. Auch nö. Yay, ich kann unter Wasser atmen und Curly ist tot. Nö. Das ist traurig. Schade. Der Speicherpunkt hat sich verschoben. Den möchte ich gleich mal benutzen. Vielen Dank. Kann ich da jetzt wieder raus? Nein. Okay. Dafür ist es hier offen. Hier geht's in den Wasserweg. Okay. Kann ich da irgendwie runter und weiter? Sieht nicht so aus. Hier ist eine Tür, die hätte ich gerne. Da würde ich gerne rein. Yay, Rakete! Ja! Achso, die können ja gar nichts. Dann schieße ich sie einfach ab. So, wer braucht Erfahrung? Das Schwert braucht Erfahrung. Pistole.
Wunderbar. Okay. Sich da jetzt zwischendurch nicht heilen. Aber hier ganz viel Schaden kriegen. So. Und alle warten wieder auf Max. Sehr schön. So kriege ich das. Da. Okay, das ging gut. Das soll nach oben. Na komm, wir Feuerball. Und das Schwert. Das Schwert Level 3 ist echt praktisch. Dass der da so Flächenschaden macht, da wo man ihn hinwirft. Der alte. Wie heißt der? Kickenpass, glaube ich, ne? Ja, das ist echt super. So, Raketen. Wie viel habe ich? 5. Gibt es hier Geheimgänge? Ich glaube, da kann man unten rein, oder? Da rechts von mir? Oder ist es nur das da rechts? Können wir darüber? So. Achso, doch. Das ist quasi das hier unten, aber... Na, da kann man nicht rein. Ja. Genau. Jetzt ist Curly da wohl leider tot. Das ist sehr schade. Ich hätte sie gerne gerettet. Aber es geht ja hier eigentlich darum, ich glaube, es von der Insel runterzubringen. Gott, worum geht's eigentlich? Drachen schlüpfen lassen, genau. Drachen schlüpfen lassen und Drachen zähmen. Finde ich super. Ich möchte einen Drachen für mich. Vertraue ich der Strömung? Ich glaube nicht. Nein. Ich vertraue der Strömung nicht. Nein, ich vertraue der Strömung nicht. Da geht's bestimmt irgendwo. Ah! Oben in einen. Hey. Nein! Okay. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Da ist der Strömung zu vertrauen. Okay. Da drüben sind Gegner. Was? Muss ich da hoch? Ja. Sieht so aus. Ah, da kann ich jetzt oben nochmal hin. Nee, kann ich gar nicht. Oh, wow. Das mit solcher Strömung, das sieht sehr chaotisch aus. Wie mache ich die am besten? So? Sieht gut aus. Ich habe Angst, da so ein bisschen reinzukommen. Aber mit dem Schwert geht es bestimmt. Aha! Genau. Die Raketen hätte ich gerne. Was? Weg. Verschwinde! Töte mich nicht. Aha. Ups, was ist hier los? Ich mache gerade gar nichts. Okay. Komme ich da jetzt raus? Darf ich nach rechts gehen? Ja. Stopp, nicht runterfallen. Ich will da hoch. Eine Rakete, yay. Ah, ja, super. Hier kann ich mich heilen. Vielen Dank. Jetzt bin ich voll geheilt. Kann ich da, 4. August? Nein. 8. August 2004? Das Spiel ist von 2005, es wird nicht 2008 sein. Die Frau hat ein Kind geboren an diesem Tag. Na dann. Gibt's hier einen Geheimgang? Nein. Dann nach draußen. Da ist wieder der Gegner. Kann ich damit meine Raketen auffüllen? Das geht doch bestimmt. Das ist halt nur ätzend. Deswegen mache ich es jetzt nicht. Yippie! Tatsache. 7 Raketen. Na, komm. Was soll's? Das reizt. Oh, wow. Das, Uiuiui. Gut, dass ich die Booster habe. Ich bin da runter. Mist. Kann ich da irgendwie rein? Oder vielleicht da drüben? Nein. Gibt es hier oben vielleicht einen Geheimgang? Danach links? Nein. Ich bin gerade so immer auf der Suche nach Geheimgängen. Weil es hier bestimmt ganz viele Geheimgänge gibt. Uiuiui. Ich jetzt am besten durch. Booster? Ja, ich will da hoch. Moment, ich will da. Zu spät. Da kommt was. Ich habe jetzt nicht viel Zeit gebraucht. Ist schon Zeit für den Folgenschnitt? Ich glaube nicht. Was ist das denn? So viel dazu. Dass ich immer meinen Bildschirm schon ausmache. Ich glaube, den da muss ich töten. Ups. Die Boxen machen auch Schaden. Das ist ja böse. Man
kann ich die da töten für Erfahrung? Wow, ach, das ist kein Gegner da oben? Nein, das da. Wie? Aus dem Weg. Ich kann weder nach links noch nach oben oder unten schießen. Aber da ist er schon tot. Und ich habe immerhin die beiden Dinge da oben noch gekriegt. Cool. So, was passiert hier?